Sergeant Inspector, wie läuft's denn so beim Yard? Viel zu tun, das Übliche. Wo waren Sie am Mittwoch, den 23. Oktober 1866? Ich schwöre bei Gott, ich kann mich nicht erinnern. Ich verließ den Yard, suchte mir eine Droschke und ab da ist jede Erinnerung weg. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Der Mann ist außerordentlich vital, körperlich in ungewöhnlich guter Form. Dass er aber derart durchdreht. Nein, das hatte ich nicht ahnen können. Niemand hätte das. Ein Inspektor von Scotland Yard, der ganz offen einen Gefängnisinsassen aus seiner Zelle holt, ihn anschließend verschwinden lässt und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit kommt, so als wäre nichts gewesen? Das kann Sie Ihren Job kosten, das ist Ihnen bewusst. Ach, wen interessiert das schon? Hier geht es um mehr. Um die Ehre von Scotland Yard. Wir können doch nicht zulassen, dass noch ein korrupter Beamter unsere Reputation untergräbt. Auf den Yard. Auf den Yard.